Herzlich willkommen, Entrepreneure. Wir sind jetzt bei der letzten Frage der 7 Fragen, um das Geschäftsmodell zu bewerten. Und zwar geht es um Folgendes. Um die Kostenstruktur. Wie ist es mit der Kostenstruktur, wenn sich das Spiel ändert? Es gibt Euro zum Beispiel, Euro sinkt runter, wie wirkt sich das aus auf Ihr Geschäftsmodell? Kosten runterdrücken, das kennen wir aus verschiedenen Bereichen. Es gibt allerdings Firmen, die weit darüber hinausgehen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an aus der Telekommunikationsbranche. Wir haben auf der einen Seite Skype. Skype bietet ja Kommunikation an. Anruf, dass man jemand anderen anrufe, teilweise gratis, teilweise sehr, sehr günstig. Und Ihr Modell basiert mehr auf der Ökonomie von einem Software-IT-Unternehmen. Im Gegensatz jetzt hier zum Beispiel die Swisscom, Orange, die auch diese Anrufe anbieten, aber deren Modell basiert aber nicht jetzt auf dieser Software, sondern eher so einem Netzunternehmen. Es gibt also ein wirklich physisches Netz, das die zu erstellen haben. Ändert sich das Spiel, um irgendwie Änderungen zu machen, dann kann Skype die Mitarbeiter entlassen. Softwareentwickler, die tun sich da leichter, während sich bei Telekom, wenn die stellen jetzt zum Beispiel teilweise auf Glasfaser um, dann müssen die massive Geldbeträge in die Hände nehmen, um dort wieder einen Wettbewerbsvorteil zu verändern. Also die Frage ist die, wie schaut die Kostenstruktur aus für in Ihrem Geschäftsmodell, wenn sich die Bedingungen ändern? Fassen wir nochmal zusammen, alle 7 Fragen nochmal. Wir haben also zunächst mal die erste Frage mit den Wechselkosten. Was heißt, das heißt also, wie hoch oder wie stark halten die Wechselkosten jemanden ab, zum anderen Anbieter zu wechseln? Was muss ein Zeitbudget, Geld anstrengen und da investieren? Das nächste Punkt ist das mit der Skalierbarkeit. Wie skalierbar ist das Geschäft? Der dritte Punkt, Zahlen. Die können die Kunden im Voraus zahlen. Ist das Geschäftsmodell so aufgebaut? Dann haben wir die vierte. Machen die Kunden Großteil der Arbeit, während ich schon die Erträge reinbekomme? IKEA als Beispiel dafür. Dann haben wir die fünfte, wie schaut es mit eingebautem Schutz aus vor der Konkurrenz? Ist das Geschäftsmodell so, dass es konzeptionell den Wettbewerbsvorsprung halten und halten kann? Sechste, wie schaut es mit wiederkehrenden Einnahmen aus? Kann ich irgendwie so ein Abo-Modell machen, dass ich in etwa weiß, was ich an zukünftigen Erträgen mache? Und die siebte, wie ist es mit der Kostenstruktur, wenn sich das Spiel ändert? So, das waren also die 7 Fragen vom Alexander Osterwalder, um sein Geschäftsmodell zu bewerten. Schauen Sie, gehen Sie durch. Hi. Bewerten Sie das von 0 bis 10. Es kommt nicht überall bei 10 dran, nur allein dadurch, dass wir schon drüber nachdenken, verbessern wir und bekommen wir Ideen dafür, an was wir schrauben können, um unser Geschäftsmodell zu verbessern. So, das wäre es also wieder für heute mal. Eine Reihe von Clips zu diesem Thema, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich bedanke mich, bis auf ein anderes Mal, Ihr Ludwig Link.